Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kersten Mügge und meine Gäste heute sind Nicolas Hahn. Hallo. Hallo. Und Heinz Gindullis, besser bekannt als Cookies. Hallo. Hallo. Ja, das heißt, wenn ich sage Cookies, weiß man auch schon, wo ich bin, nämlich im Cookies Cream in Berlin. Seit 15 Jahren steht das Restaurant für vegetarische Küche. Und mit Nicolas Hahn ist seit kurzem ein neuer Küchenchef hier im Haus. Und gestern, ja, hat er sein erstes komplett eigenes Menü der Presse, der Berliner Presse sozusagen präsentiert. Und deswegen sprechen wir heute miteinander. Cookie, was bedeutet ein Küchenchefwechsel nach so einer langen Zeit für das Cookies Cream, für das Restaurant? Also für das Cookies Cream ist es eine große Veränderung. Natürlich die Atmosphäre haben wir so gemacht, wie es ist, aber natürlich die gesamte Küchenspeisen, also der Fokus liegt ja auch hauptsächlich in den Speisen, an einem Menüerlebnis, ist ein Teil des Erlebnisses auf jeden Fall. Und es ist einfach eine große Veränderung und es schmeckt auch anders, aber es ist auch gut so. Also ein neues Kapitel oder wie würdest du das beschreiben? Ja, also das Cookies Cream hat sich ja immer weiterentwickelt. Mhm. Und jetzt ist schon ein neues Kapitel eröffnet mit einem neuen Küchenchef, mit Nicolas Hahn, mit neuen Gerichten, neue Ideen, neue Geschmäcke. Ja, es ist ein neues Kapitel da. Als du wusstest, du brauchst oder möchtest einen neuen Küchenchef haben für das Restaurant, du musst dich auf die Suche begeben, was war dein Profil oder was waren deine Kriterien, für jemanden, für den das passen könnte? Ich nehme an, dass es weiter vegetarisch bleiben sollte, das war gesetzt. Genau, also dass wir vegetarisch kochen seit Anfang an, das ist ja auch mein Herzensprojekt, ich bin ja Vegetarier und auch inzwischen sehr viel veganes Essen auch, also eigentlich ist das gesamte Menü von gestern vegan. Das war natürlich die klare, also das war gar nicht drüber nachzudenken, also wir wollten als vegetarisch-veganes Restaurant weiterbleiben. Was natürlich die Voraussetzungen hier, wir haben ja ein sehr gut laufendes Geschäft, wir haben zwischen 350 und 450 Gäste die Woche, wir machen sehr viel extern, wir machen mal ein Pop-up, wir machen, gehen auf Reise, wir haben eigentlich, lebt die ganze Firma von lauter Veränderungen und daher war wirklich der Ziel jemand, der wirklich Erfahrung hat. Und Nicolas hat ja seine gesamte Anfangskarriere in Fine Dining, Michelin-Sterne-Restaurants gearbeitet und dann die letzten 10 Jahre war er Küchenchef von größeren Teams, von kleineren Teams. Also das hat genau auf unseren quasi Suche gepasst. Aber Erfahrung mit rein vegetarischer Küche war für dich dann gar nicht so entscheidend, oder? Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man ein Team von 15 Köche leiten kann mit der Aufwand, den wir machen, die Qualität muss ganz oben sein und natürlich auch, dass jemand auch wirklich Lust hat auf das Vegetarische. Mhm. Wenn jemand jetzt nicht dafür die Energie hat oder das nur nebenbei macht, dann macht es keinen Sinn. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, Nicolas will die Herausforderung annehmen und wir haben ja auch ein Team, was sich ja auch auskennt und das heißt, da ist natürlich der weite Weg auch offen dafür. Aber du wolltest schon unbedingt gerne einen neuen Küchenchef haben, die Möglichkeit, jemanden aus dem Team, der das weitermacht, bestand nicht, oder wie ist dieser? Da hätte man ja auch mehr Kontinuität den Gästen versprechen können, sage ich jetzt mal, was den Stil angeht. Also wir haben uns das auch angeschaut, auch ehemalige Mitarbeiter haben sich beworben, aber ich habe mich eigentlich bewusst dafür entschieden, einen neuen Weg zu gehen, um einfach nochmal die Entwicklung nach vorne zu treiben, also einfach was anderes zu sehen nach 15 Jahren. Mhm. Wie lief dann die Suche ab? Wie läuft sowas ab, wenn man braucht? Also wen zapft man da an? Wie geht das? Also natürlich hat man intern geschaut und man hat natürlich, es war Word of Mouth, da kamen eigentlich die meisten Bewerbungen her. Und man ich habe mich dann entschieden, einen Headhunter zu beauftragen, weil ich war so, okay, der sucht mehr national. Ja. Und durch Zufall war es natürlich jemand, der gerade in Berlin wohnt und auch vorher mal in Berlin gewohnt hat. Ach, du warst schon wieder in Berlin sozusagen? Ich war schon wieder zurück in Berlin, genau. Ah, verstehe. Ja, das wusste ich nicht, dass du schon wieder dich aus Österreich zurückverlagert. Genau, die Saison, ich habe eine Wintersaison gemacht in Österreich und die war, die Ende April, Anfang Mai war die zu Ende und da war ich dann, ich war erst zurück in Stuttgart, weil da habe ich geboren, wo noch meine Eltern und danach bin ich dann nach Berlin gegangen. Das heißt, du warst in dem Sinne auch aktiv auf der Suche? Ich war auch auf der Suche, genau. Mhm. Ja, Nicolas Hahn war ja schon in Berlin, hier Küchenchef im
Hotel am Steinplatz, richtig, und hat da auch schon von sich reden gemacht und ist dann nach Andernach gegangen, ins Alpero, und dann eben nach Österreich, Griegeler Stuber. Ja, ist relativ bekannt und hoch bewertet in Österreich. Absolut, ja. Aber jetzt eben halt wieder hier in Berlin. Ja, dann kam so das erste zustande, oder kanntet ihr euch vorher schon durch irgendwie, also dass ihr nicht nur wusste, wer ist, aber sondern dass ihr euch persönlich kanntet, oder? Nein, wir kannten uns persönlich nicht. Also, okay. Ich glaube, du kanntest den Club, du kanntest... Ja, also mir war es natürlich ein Begriff, weil ja, klar. Auf jeden Fall, ich kannte den Club, dann natürlich auch die Veränderung zu den Restaurants. Also mir war es natürlich ein Begriff, aber gekannt haben wir uns nicht. Ne? Und wie ist dann so das erste Zusammenkommen? Wie lernt man sich kennen? Also es ist eigentlich so ein klassisches Vorstellungsgespräch. Ja. Also ich habe ja mehrere Vorstellungen. Du wurdest ja von den Headhuntern offensichtlich wahrscheinlich angesprochen. Genau. Wir haben gesagt, wir hätten da was für dich. Und dann wurde der Termin arrangiert, oder wie läuft sowas? Ich habe so selten mit Headhuntern zu tun, deswegen. Also die Headhunter schauen halt wirklich, wer gerade wirklich passt und wer gerade zur Verfügung steht, und machen dann Vorschläge. Mhm. Also das sind wirklich die Leute, die quasi rausgehen und sagen, okay, der könnte passen, wir schauen, ob der gerade frei ist, ob er Interesse hat auf einen Wechsel, etc. Also das ist wirklich schon so, die sind auch echt spezialisiert. Also, die heißen Conan Lawrence. Conan Lawrence, die sind spezialisiert auf Gastronomie, auf Managementstellen, also Küchenchefs, Chefs, all das weiter. Und wir haben schon mal vor Jahren mit denen zusammengearbeitet, als wir das Crackers eröffnet haben. Da haben wir einen Sous-Chef bekommen. Dadurch haben wir da auch gute Erfahrungen gehabt. Mhm. Und man kriegt halt mehr Profile. Teilweise macht man Videokonferenzen, Videogespräche. Ja. Und in dem Fall, da natürlich Niklas in Berlin ist, haben wir uns in Berlin getroffen. Wir haben uns, glaube ich, mehrmals getroffen. Dreimal, glaube ich, oder dreimal getroffen. Dann auch mit dem Restaurantmanagement zusammen. Ja. Als wir dann entschieden haben, wir möchten es gerne ausprobieren, war klar, Niklas kann für uns ein Tasting kochen. Ja. Und das, glaube ich, war der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor, dieser Tasting, fand statt auf Montag, am geschlossenen Tag vom Cookies Cream, im Cookies Cream, abends mit einem kleinen Team von uns. Und da waren wir einfach begeistert, weil die Gerichte haben uns umgehauen. Mhm. Mit was hast du da gekocht, so ungefähr? Nur ein kleines Beispiel. Ich habe einen Viergang gekocht. Ja. Na, ich weiß doch noch, was ich gekocht habe. Nee, also, es war ein Vorspeise, war was mit Mandel. Das ist also gestockte Mandelmilch mit grünen Mandeln, die hatten Saison zu der Zeit. Dann das war ein Malfi-Zitronen-Chutney, Algenkaviar und Farn, so gebrannter Farn war das. Dann hatte ich ein Tomatentatar mit Senfeis, Zucchini, eigentlich sehr ähnlich, wie wir das jetzt momentan auf der Karte haben. Und den Dessert war es was mit Ziegenmilch, Leinsaat und Amazake. Und das heißt, du hast schon versucht mit dem Essen, die zu überzeugen, oder doch auch mit dem, was man ringsherum an Ideen hat für die weitere Entwicklung des Restaurants? Naja, Cookie hat mir jetzt so einen Rahmen gegeben und hat gemeint, ich soll Gerichte machen, die zum Restaurant passen. Ja. Und dahingehend habe ich die Gerichte gemacht. Also ich habe halt versucht, irgendwas, was für mich, was ich finde, was zum Restaurant passen könnte und was auch zu der Personenzahl, die man natürlich schickt, passen könnte. Ja, ich frage deswegen, weil wenn es ein Restaurant ist, was schon so eine eindeutige DNA hat, was jetzt auch nicht alle 2 Jahre einen Küchenchefwechsel hatte in der Vergangenheit, dann muss man sich ja auch als Koch irgendwo einerseits ein bisschen daran passen, dass es irgendwo andockt, wenn man nicht einen kompletten Cut möchte. Es kann ja auch sein, dass Cookie das so hätte sagen, weil ich will einen kompletten Cut, dass man deutlich erkennt, da ist jemand Neues. Und andererseits will man ja aber auch seinen eigenen Stil und seine eigene Facette da reinbringen. Und ist das auch so ein Gegenstand von den Gesprächen gewesen am Anfang, oder habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Ich glaube, den Cut kann man sehen an dem Siebengang, der jetzt geändert ist. Aber gleichzeitig bieten wir ja trotzdem noch die Klassiker an, die sich über die ganzen Jahre hier im Cream entwickelt haben. Also ich glaube, dass beides gegeben ist, dass die Veränderung da ist, sowie als auch die Klassik noch. Mhm. Ich meine, zum Beispiel seit dem ersten Tag haben wir die Parmesan-Knödel auf der Karte. Ja. Und die haben wir noch als Klassiker zusätzlich auf der Karte, bieten wir die an. Das haben wir gestern natürlich nicht gezeigt, ja, klar. Weil gestern war das Siebengang-Menü im Vordergrund. Mhm.
Und ich glaube, das ist auch eine gute Brücke, weil wir haben ja sehr viele Stammgäste, die seit 15 Jahren zu uns kommen. Also die kommen 2 bis 3 Mal im Jahr. Und die werden halt eine neue Küche erleben, ein neues 7-Gang-Menü. Aber wenn die dann doch irgendwie Lust haben auf so ein Klassik-Menü, was die lieben, haben die auch noch die Möglichkeit, also das, also nicht ein Klassik-Menü, sondern klassische Gerichte, haben die Möglichkeit dafür. Aber rein vegetarisch ist für dich ja ein neues Thema. Das ist für mich neu, ja. Oder hattest du in anderen Restaurants auch schon mal ein vegetarisches Menü im, auch mit im Angebot? Absolut. Ja, also ja, ich glaube, das geht in der heutigen Zeit geht es gar nicht mehr anders. Muss man schon parat haben. Auf jeden Fall, ja. Aber ist ja trotzdem was anderes, wenn man bestimmte Möglichkeiten auch sich auszudrücken, dann mal außen vor lässt. Ist das so dieser Gedanke, dass es fehlt etwas für dich präsent oder hast du das versucht zu überwinden? Weil man sonst ja immer in diesem Denken... mir hat nichts gefehlt, ist ja so, was gerne der fleischessende Mensch mal sagt, der in ein vegetarisches Restaurant geht. Und das ist ja dann als Lob oft gemeint. Und es ist ja eigentlich für meine Begriffe immer dann auch gut, wenn man ja vegetarisch von vornherein nicht unter dem Gesichtspunkt des Verzichtes denkt. So gehe ich aber auch nicht ran an die Gerichte. So, dass ich mache jetzt ein Gericht, dass irgendjemand was nicht fehlt. Ich will einfach ein vollwertiges Gericht machen. Und das ist eben ein vegetarisches Gericht, aber es ist ja genauso ein vollwertiges Gericht wie mit Fleisch oder Fisch. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Ja, aber also es fehlt dir sozusagen, ich wollte fragen, für dich jetzt erstmal fehlt dir nichts in der Ausdruck, in der Möglichkeit, dich auszudrücken, nur weil du auf Fisch und Fleisch verzichten musst. Absolut nicht. Also ich finde eigentlich noch, dass man noch innovativer und noch kreativer arbeitet oder in dem Fall arbeiten sollte. Und du einfach die Möglichkeit hat, weil es ist ja nicht nur Gemüse, es ist Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Getreide. Also es ist ja ein unendlicher Pool, aus dem ich schöpfen kann. Ich meiner Meinung nach, die vegetarische Küche ist ja auch facettenreicher geworden in den letzten Jahren, auch durch das ganze, ich sag mal, die Fermentationsthematik, die ja doch breiten Raum einnimmt und immer beliebter wird oder beliebter geworden ist so in den letzten 10 Jahren. Da ist ja dann auch schon nicht mehr vegetarische Küche gleich vegetarische Küche. Richtig, und ich kann ja auch auf super viele Techniken heutzutage zurückgreifen. Also Fermentieren ist eine alte Technik, sag ich mal. Aber es gibt Fermentieren, ich kann beizen, ich kann einlegen, ich kann trocknen, ich kann dörren. Also es gibt ja so viele Techniken und Möglichkeiten, die ich anwenden kann. Man kann sich, wenn man kreativ und innovativ denkt, dann kann man sich ja selber irgendwelche Methoden und Techniken auch überlegen, die man dann anwenden kann. Jetzt war ja der Übergang so, dass ihr nicht geschlossen hattet und gesagt hat, so, wir nehmen uns jetzt hier erstmal 3 Monate Auszeit und entwickeln erstmal eine komplett neue Linie, sondern das ging im laufenden Betrieb weiter, Cookie. Ja, naja, ich habe ja auch keinen Background, kein Hotel, kein Finanzier. Also ich kann es mir gar nicht leisten, das Restaurant einfach so zu schließen. Und man muss auch sagen, das Küchenteam hat, also Svea hat super... Das ist die Sous-Chefin. Also heute Sous-Chefin. Und sie hat auch wirklich das Restaurant super geleitet in der Zeit. Man hat wirklich nicht gemerkt, dass Gerichte anders geschmeckt haben. Die haben nicht anders geschmeckt. Die hat wirklich einen Fokus aufs Geschmack gesetzt und die hat super das Team geleitet. Und so konnten wir auch mit dem Team, Küchenteam und mit Svea wirklich die nächsten Monate überbrücken, bis Niklas bei uns war. Und dann ging es dann wirklich aber los mit neuen Gerichten, schnell möglich die Karte zu wechseln, einzelne Gerichte auszutauschen. Und jetzt seit gestern haben wir wirklich quasi, oder seit heute ist zum ersten Mal, haben wir die volle 7-Gänge-Menü ausgetauscht. Und wie hast du das, Niklas, in der Zeit, das waren 2 Monate, 8 Wochen, genau. In der Zeit dann gemacht? Hast du dich dann mehr so ein bisschen zurückgehalten und die machen lassen, weil die ja im Grunde den Betrieb und die in der Zeit dazwischen auch gemacht haben und auch die Gerichte natürlich viel besser kannten, jetzt außer deinen neuen, die dann halt nach und nach eingeflossen sind? Wie habt ihr das organisiert? Naja, also wie Cookie gesagt hat, ich habe natürlich das große Glück gehabt, jetzt auch in ein funktionierendes Team reinzukommen und so eine tolle Sous-Chefin wie Svea zu haben, die mich dabei eben unterstützt hat, hier in die Strukturen reinzukommen, das ganze Unternehmen einfach mal besser kennenzulernen. Aber letztendlich mussten die Gerichte nebenher konzipiert werden.
Also du hast schon voll mitgearbeitet und absolut, hast mich, also absolut, weil ich will und muss ja den Betrieb auch schnell kennen, dann um gut reinzukommen. Und deswegen musste das nebenher funktionieren. Also, ja. Jetzt ist es ja das Interessante, ich weiß nicht, ob ihr noch weitere Mitarbeiterwechsel hattet in der Zeit, ob vielleicht auch ein paar gegangen sind oder nicht, aber auf jeden Fall hast du was mit einem Team zu tun gehabt, was dann schon natürlich tagtäglich mit vegetarischer Küche zu tun hat. Und für dich ist es eigentlich ein neues Thema. Hat sich daraus auch irgendwas ergeben an Beeinflussung, an kreativen Funken, die da sozusagen absolut, also ich finde, so ein kreativer Prozess oder ein Gericht entsteht im Team auch mit der Zusammenarbeit von den Leuten in der Küche. Ist ja oft dann auch so ein, ich kann so eine Hauptidee haben und es ist so ein Bälle hin und her werfen. Ja. So dann, ich bringe die Ideen mit rein oder ins Rollen, dann werden sich die Bälle zugespielt und dann am Ende kommt dann im besten Fall ein gutes Gericht dabei raus. Ja, wir gucken mal auf ein paar Gerichte vielleicht von gestern, die so ein bisschen zum Ausdruck bringen, in welche Richtung das bei dir so geht und dann vielleicht ein klein bisschen mehr eine Vorstellung davon hat, als wenn man so abstrakt darüber spricht. Ich fand beim ersten Gang gleich relativ interessant, da ging es um Kartoffel, wie die Kartoffel da präsentiert worden ist, nämlich auf eine Art, die ich so noch nicht kannte. Das Gericht heißt Kartoffelceviche mit Leche de Tigre und Koriander. Muss man sich im Grunde so vorstellen, dass so eine Art Schleifen, sage ich mal, von relativ roher Kartoffel oder wie die behandelt worden ist, kannst du gleich noch sagen. Ja. Auf dem Teller war noch ein bisschen Gurke, ne? Oder genau. Und eine Soße, relativ säureorientiert, die dann Leche de Tigre sein sollte, sage ich jetzt mal so, und mit Koriander, mit dem Korianderöl. Dadurch hatte das für mich so ein bisschen mehr so eine Vinaigrette-artige Anmutung und hat mich eigentlich mehr in diese Welt als jetzt in dieses südamerikanische rein versetzt gefühlt. Aber ist ja egal, das ist ja nur die Assoziation, die man dabei hat. Aber die Kartoffel war eben ja nicht gekocht. Wie war sie denn behandelt? Erzähl mal. Genau, aber ich finde halt, Ceviche heißt ja letztendlich roher Fisch im Original und so die Idee war dann, eine Kartoffel zu machen, wie sie vielleicht sonst noch keiner gegessen hat. Ja, wenn deine Hand ruhig hältst. Entschuldigung, wie sie vielleicht sonst noch keiner gegessen hat, weil für mich erinnert die Kartoffel mehr an einen knackigen Rettich als an eine Kartoffel. Genau, wenn man mir nicht gesagt hätte, dass es Kartoffel ist, hätte ich gedacht, dass es irgendein Rettich oder eine Rübengeschichte ist. Genau, also sie ist nicht roh. Ja. Wir schneiden die im japanischen Gemüsehobel, wird die runtergeschnitten. Dann wer wird macht das besonders dünn, oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, da wird die Kartoffel eingespannt und dann kann ich breite Sheets einfach runterschneiden. Die komplette Kartoffel in einem Zug kann ich durchschneiden. Genau, dann wird die praktisch doppelt gewässert, dass wir mehr von der Stärke verlieren. Ja. Und dann machen wir einen Reisessig-Sud. Also wir machen Sud mit Reisessig, Salz, ein bisschen Zucker. Der zieht dann da rein? Schmecken den ab, genau. Und der wird dann aufgekocht. Ja. Und dann kommt die gewässerte Kartoffel. Dadurch wird die einmal erwärmt? Nee, also der wird einmal aufgekocht, der Sud. Und dann wird praktisch die gewässerte Kartoffel direkt in den aufgekochten Sud reingelegt und dann auf die Seite gestellt. Und dann zieht die schon so ein bisschen warm. Absolut. Also genau, die zieht die kommt ja innen an praktisch einen kochenden Sud. Kommt die Kartoffel rein, wird zur Seite gestellt und dann lassen wir die aber über Nacht ziehen. Das heißt, da denaturiert dann schon was, oder? Absolut, absolut. Das ist aber irgendwie was anderes, also anders wie beim Kochen, auch weil die Stärke ja. Genau, also wenn die Kartoffel jetzt noch diese Kartoffelstärke hätte, das würde ja quietschen zwischen den Zähnen und so ein pelziger Mund wäre total unangenehm. Also das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen natürlich eine schöne Kartoffel haben mit einem schönen Knack, aber ohne diese Stärke eben im Mund. Aber trotzdem, sie schmeckt ja nicht roh. Also überhaupt nicht. Genau. Eben, also sie hat nur diesen rohen Knack, aber letztendlich schmecken tut's ja gekocht letztendlich. Und ich meine, erstens kommt sie ja in den aufgekochten Sud und zweitens der Essig gart ja auch. Also wir lassen die Kartoffeln dann wirklich eine Nacht in dem Sud auch ziehen, dass die man noch mehr von dem Geschmack annehmen kann. Genau, und dann am nächsten Tag verwenden wir sie. Also es ist auf jeden Fall für meine Begriffe für mich neue Produktwahrnehmung von der Kartoffel, hatte ich so noch nicht. Aber das Ceviche-artige kommt fast mehr, finde ich, über die Gurke.
weil da so ein bisschen so dieser Biss ist wie vom, genau, vom Fisch. Genau, und ja, von der roten Zwiebel. Es ist ja auch noch rote Zwiebel. Mit dabei, die wir nur mit Limettensaft pickeln. Genau, und ich finde, die Brücke zur Ceviche wird geschlagen über die Zwiebel, die Gurke und dann letztendlich durch den Sud, aber für mich auch der Koriander. Ja, ja. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen auch so eine Richtung Salat gehende Assoziation, einfach weil, also das kann man auch dran denken. Also es kommt so ein bisschen, glaube ich, an, auch, ja, je nachdem so was. Kartoffelgurkensalat. Genau. Das war eigentlich mehr so meine Das war eigentlich mehr so meine Assoziation. Aber das ist ja manchmal auch immer, was man mehr so gegessen hat oder was so, hängt ja auch mehr mit den eigenen Erfahrungen zusammen. Also für mich auch nicht. Also ich habe jetzt da die Brücke auch noch nicht geschlagen, aber ja. Wie bist du auf diese Zubereitungsart für die Kartoffel gekommen? Kanntest du die irgendwo her oder Ich habe tatsächlich schon mal was Ähnliches ausprobiert mit der Kartoffel. Mhm. Eigentlich sollte das Gericht aber ursprünglich ein anderes Gericht werden. Also eigentlich wollte ich eigentlich was mit Gurke machen und vielleicht so ein bisschen Kartoffel mit einarbeiten. Aber dann habe ich die Kartoffel ausprobiert und dann das war dann so ein Punkt. Dann habe ich mit dem Team eben besprochen, ja. Wie findet ihr die Idee? Können das was werden? Und dann wurde im Team auch besprochen, dass wir vielleicht nur auf die Kartoffeln gehen und gar nicht auf die Gurke gehen, sondern so wirklich, ich sag mal, auch den Mut mitbringen, einfach nur auf die Kartoffel zu gehen, weil es dann doch, es halt auch, kann natürlich auch schief gehen, so ein Gericht. Aber ich finde, wir haben was richtig Gutes draus gemacht am Ende des Tages. Also ich würde jetzt auch sagen, das ist auf jeden Fall etwas, woran, aus der Idee, die Kartoffel so zu behandeln, kann man sich auch noch viele andere Gerichte in anderen Aromenwelten mit entwickeln. Absolut. Und das so ein bisschen als ein kleines Element ist, was man auch wiedererkennt als Gast, sich durch verschiedene Menüs zu ziehen oder durch die Jahreszeiten. Mhm. Weil ich jetzt unabhängig von dem, was ringsherum passiert ist, fand ich so die Wahrnehmung des Produkts Kartoffel einfach neu und. Ja, aber das ist ja super, weil genau da hinten, also das ist ja genau das, was wir letztendlich machen wollen. Wir wollen ja auch Gemüse für die Leute so darstellen oder solche Gerichte kreieren, wie die Leute das Gemüse vielleicht noch nicht gesehen haben. Also nicht einfach nur gebraten oder als marinierten Salat, sondern eben in einer Textur oder eben als Gericht, was so noch nicht da gewesen ist, was die Leute eben noch nicht kennen. Mhm. Dann als zweites Gericht, was mir auch sehr gut gefallen hat, obwohl, wie ich gehört habe, da was vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist, wie es geplant war, aber ich fand es trotzdem so, auch so wie ich es gegessen habe, klasse, war die Zucchini-Blüte mit Pfifferling und Miso Beurre Blanc, muss man sich vorstellen, im Grunde zweimal Zucchini auf dem genau. Teller, einmal eine gefüllte Blüte und einmal eine behandelte ganze Zucchini, das kannst du gleich nochmal genauer auch erklären und halt eine Art an Beurre Blanc erinnernde Soße. Und dadurch war als insgesamt drei verschiedene Pole für meine Begriffe auf dem Teller und zwischen denen man so hin und her essen konnte. Mhm. Und dadurch war halt da eine größere Vielschichtigkeit in dem Gericht als in den Gängen zuvor, muss man so zu sagen, die ein bisschen wo nicht ganz so viel Spiel war, muss man so zu sagen. Und das ist dann aber schon so im Mittelteil des Menüs gewesen, also schon theoretisch sowas wie kurz vor dem Hauptgang, würde ich mal denken. Einmal die Zucchini-Blüte. Was hast du damit gemacht und was ist da drin? Also das Gericht besteht aus einer, also ich fange mal an mit der Zucchini. Mhm. Das ist praktisch eine angedörrte Zucchini. Einfach wir dörren die Zucchini, dass die einfach Wasser verliert, aber an Geschmack zunimmt. Ja. So, und also ich finde, dass auch wer Zucchini sonst kennt und dann diese gedörrte Zucchini probiert, das ist wirklich ein krasser geschmacklicher Unterschied, genau. Und dann überziehen wir die Zucchini praktisch mit einer weißen Sesampaste und einer schwarzen Sesampaste und dazu servieren wir eben die Blüte. Und die Blüte ist gefüllt mit einem Pfifferlingsragout mit Piemonteser Haselnüssen. Mhm. Genau, und man hat da so ein bisschen dieses nussig-pilzige und dadurch ist das relativ kräftig und man hat auch einen Geschmack von der Zucchini-Blüte selber, die ich sonst eigentlich ja eher mehr so als Dekorationselement kenne, wo jetzt nicht unbedingt so riesig viel Eigengeschmack dabei ist, aber da kommt so ein bisschen so eine Schärfe, würde ich sagen, so eine leichte kräutrige, oder nicht kräutrig, aber so ein bisschen so eine, ja. Ja doch, da kommt so eine kleine Schärfe. Dazu. Und dann wiederum das andere Element, die feste Zucchini,
die halt relativ pur nach Zucchini schmeckt, genau. durch die Sesam so ein, vielleicht so ein kleines bisschen asiatisch, aber ein bisschen, das hat man so ein bisschen, weil man, ja, nicht, ist vielleicht falsch, aber man hat so eine andere Anweisung, also man hat da einfach zwei verschiedene Pole. Genau, also für mich also ja, Sesam ja, aber ich finde, dass wir nicht in die asiatische Richtung gehen mit dem Gericht, weil... Ja. Nein, aber ich meine mit dem, das ist so ein kleiner Blinker, sag ich. Das, ja. Genau, nicht das Gericht, so habe ich das nicht gemeint. Ja. Und dann dazwischen verbindet das beide die Miso Beurre Blanc. Also genau. Miso ist drin. Genau. Und was noch? Weil der klassische Beurre Blanc wäre ja auf jeden Fall Butter drin. Wäre auf jeden Fall Butter drin, genau. Aber wir haben heutzutage das große Glück, dass wir es gibt auch tolle vegane Butter, es gibt super Sahne, mit der ich kochen kann auf veganer Basis. Und also es ist ein veganer Gang, muss man doch dazu sagen. Es ist ein veganer Gang, genau. Ja, und am Anfang habe ich tatsächlich, im Tasting habe ich tatsächlich noch eine richtige Beurre Blanc gekocht gehabt. Richtig mit Butter. Und wollte dann zwei Alternativen anbieten. Mhm. Also entweder die richtige Beurre Blanc oder eben die vegane. Aber wir haben dann die vegane ausprobiert. Und ich habe einen Weg gefunden, wenn man den richtigen Teil an veganer Sahne und veganer Butter nimmt, im richtigen Verhältnis, dann steht das eine richtige Beurre Blanc und nichts nach, finde ich. In dem Zusammenhang, finde ich, ist es auch, kommt ja ein bisschen so eine leichte Soja oder so leicht ein bisschen so eine Anmutung habe ich schon auch in der Wahrnehmung oder eine andere Art auch von diesem Umami als jetzt bei einer klassischen Beurre Blanc. Mhm. Und das rundet das Gericht irgendwie anders ab. Und passt vor allem ganz gut zu dem nicht-alkoholischen Pairing, was dazu ist, nämlich, ich muss jetzt hier mal kurz auf den Zettel gucken, das war nämlich Paprika, Fenchel und Kokosjoghurt. Man hat so ein bisschen so grünen Paprika da geschmeckt, so einen leichten Fenchel-Anis-Note, so ein ganz, ganz dezent. Der Kokos war relativ intensiv, auch vor allem in der Nase, und das hat sich ganz sehr gut mit der Nuss wiederum im Gericht für meine Begriffe verbunden. Und dadurch bekam das auch so eine gewisse Salzigkeit von dem Getränk in das Gericht rein, was jetzt selber kaum Salz hat, nach meiner Wahrnehmung. Und das würzt nochmal so ein bisschen mit. Cookie, das nicht-alkoholische Pairing, welche Rolle spielt das bei euch im Restaurant? Also eine sehr große. Also ich habe vor Jahren eine alkoholfreie Begleitung mitbekommen und war richtig begeistert. Und dann haben wir eigentlich Jahre dran gefeilt, wie kann man ein alkoholfreies Pairing machen, was auch nicht sättigt, weil du brauchst ja nicht nochmal Säfte und sowas. Und das heißt, wir haben wirklich im Team zusammen ein alkoholfreies Pairing erschaffen, die auch sehr die Konturen von einem Wein haben. Also es sieht ja wirklich wie ein Weinglas aus. Also irgendwas Fermentiertes. Also es ist wirklich, also die Schritte sind enorm, was da gemacht. Da wird auch sehr viel Energie investiert und vor allem wird auch immer geschaut, können wir die alkoholfreie Pairing auch mit Substanzen von der Küche benutzen, was die Küche vielleicht nicht braucht. Aber der Aufwand ist enorm. Es wird, glaube ich, 7-mal gefiltert, sodass es auch diese Textur bekommt. Nikolas, bist du da bei dem nicht-alkoholischen Pairing auch irgendwie involviert oder machen das die Kolleginnen und Kollegen? Getränkeabteilung sozusagen. Ja, momentan ist es wirklich so, dass das eigentlich die eigenständig von der Bar produziert wird. Restaurant hat ja auch viel mit der alkoholischen Getränkebegleitung zu tun. Klar, ich bin da auch immer im Gespräch und wir tauschen uns da auch aus. Ja, weil es ist ja schon nochmal eine andere Verbindung, finde ich, jetzt als zum Wein. Wenn man das auch sagt, okay, ich lasse mich darauf ein, ich möchte das, es soll nicht zu sättigend sein, aber eben es kann auch mehr zum Gericht hin natürlich noch komponiert werden, weil man ja doch mehr wie bei einem Cocktail ja eigentlich die Möglichkeit hat, alles ganz genau so zu dosieren, wie es halt passt. Und beim Wein kann man Ja und nein, weil es ist ja auch ein Experiment, weil man weiß nie, wie die Zutaten aufeinander reagieren und wie es dann am Ende, nachdem man 7-mal gefiltert hat und sowas, wie wirklich der Geschmack auskommt und welche Teile des Geschmacks wirklich sich durchsetzen und welche nicht. Okay. Also heißt, der gesamte Aufwand ist es schon enorm, diese Sache zu produzieren und zu machen. Und dann, wenn man das Ergebnis hat, dann muss man nochmal dran feilen. Und dann merkt man, ach, das ist zu stark, das ist zu intensiv. Also das ist eigentlich nochmal eine ganz andere Welt für sich, was mich eröffnet mit allen Möglichkeiten. Wenn man so viele Möglichkeiten hat, bringt es auch natürlich die Herausforderung, die passenden Möglichkeiten zu finden.
Ist das stark gefragt bei euch? Nicht ja, also was am meisten gestärkt ist, ist eigentlich, wir haben jetzt letztes Jahr die Mixbegleitung eingeführt, dass man quasi bei 7 Gänge als Beispiel kriegt man 3 alkoholfreie Begleitungen und 4 Weinbegleitungen. Also das ist so eine Zusammenmischung, die wir machen und das wird sehr gefragt, sowie auch das Weinpairing und das komplett alkoholfrei. Bietet sich an, da kann man am nächsten Tag noch entspannt wieder aufstehen, sag ich mal, und hat trotzdem auch ein bisschen Wein getrunken und lernt auch ein bisschen eine neue Welt kennen. Wir bekommen wirklich sehr großen Zuspruch und die Gäste sind begeistert von einem alkoholfreien Pairing. Macht auch echt Spaß und das ist wirklich cool. Also ich probiere es immer wieder mal aus in verschiedenen Restaurants und man merkt, dass da im Moment unglaublich viel Entwicklung stattfindet in dem Bereich und alle sich sehr bemühen, was Interessantes und zu machen und wegzukommen von irgendwie, ich sag mal, mehr oder minder aromatisierten Säften oder Sachen, die nur süß sind und Und es hat natürlich einen großen Zukunft, weil es gibt ja immer mehr Leute, die weniger Alkohol trinken wollen oder gar keinen Alkohol trinken wollen. Und das ist dann natürlich der passende Zukunft, weil sonst wird es ja sehr langweilig, wenn man nur stilles Wasser trinken kann. Ja, klar. Naja, und ich finde auch wirklich ein gemischtes Pairing ist wirklich eine schöne Sache, weil da hat man doch noch ein bisschen die Möglichkeit, Wein zu trinken, aber bleibt noch in einem angemessenen Rahmen, der einem auch den nächsten Morgen nicht so schwer macht. Ja, so wie heute mir. Absolut, absolut. Nee, aber das war auf jeden Fall ein vielschichtiges Gericht und was einfach mehr reinbringt. Haben wir jetzt schon über die Beurre Blanc gesprochen? Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Nee, ich war jetzt nur gerade am Überlegen, ob ich alle Fragen, die ich dazu stellen wollte, abgehakt habe oder ob ich schon vorher den Bogen zum Pairing gemacht habe. Genau. Ja, und dann noch der zweite Hauptgang, das war Navette vom Holzkohlengrill mit Safran und Olive, also ein bisschen in die mediterrane Welt, könnte man sagen. Das ist auch momentan mein Lieblingsgericht. Genau, also es könnte man sagen, geht in die mediterrane Richtung. Was hast du mit deiner Wette gemacht? Nur gegrillt? Nee, ein bisschen aufwendiger. Die Navette wird praktisch geschält, dann kommt die in ein Bad mit Kalkstein. Da bildet sich dann, also die kommt da für 3 Stunden, kommt die da circa rein. Da bildet sich dann wieder so eine, wie so eine Membrane, so eine Außenhaut wieder. Das wiederum verhindert, weil ich koche, die wird dann in so einer Art Dashi-Sud wird die dann gekocht. Da geben wir ein bisschen Rauchöl dazu und dann wird die runtergekocht. Und der Kalkstein verhindert praktisch, dass sich das Gemüse zur Koche, also ein normales Gemüse wird ja irgendwann auseinanderfallen und würde matsch werden. Aber dadurch, dass ich das in Kalkstein behandelt habe, kann ich den ganzen Geschmack reinkochen, ohne dass das Gemüse zerfällt. Und danach, nehmen wir es raus, dann kommt es nochmal in den Ofen, wird nochmal über 120 Grad getrocknet und danach grillen wir es auf Holzkohle. Also ein bisschen ein ähnlicher Vorgang, vom Vorgehen her, aber von der Art des zu denken, wie bei der Kartoffel auch. Also eine andere Art der Garung zu erreichen, jenseits des Kochens, also des Erhitzens über 100 Grad, sage ich mal. Genau. Dann irgendwie anders eine Garung zu erreichen. Richtig. Das kann man schon dann vergleichbar sagen. Wie verändert sich dann für dich die Textur? Ich finde einfach, dass wir durch diesen Vorgang bekommen wir mehr Geschmack und einfach auch noch einen anderen Geschmack in die Navette rein. Also für mich wird die gehaltvoller einfach durch das Kochen, durch das Trocknen, durch das Grillen. Ja, ich habe so ein bisschen eine Erinnerung, so ein bisschen Assoziation Richtung, ich sag mal, Thunfisch, Schwertfisch, so diese Art, wenn man den grillt. So ein bisschen wie so dieser Biss ist auch von so von der Fleischigkeit, sage ich mal. Mhm. Wo ich damals den ersten Test mit der Navette gemacht habe, hat tatsächlich ausgesehen wie so ein Stück Kingfisch oder so. Hätte das aussehen können. Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendeinen Fisch nachstellen wollten. Nee, wir wollten einfach nur ein gutes Gericht mit der Navette machen. Ja, aber das ist ja trotzdem, finde ich, gerade bei vegetarischen Gerichten, es geht nicht nur ums Nachstellen, aber es ist ja doch auch so ein bisschen so eine Texturgeschichte, ja, absolut, dass man nicht immer nur diesen rohen Gemüsebiss hat, sage ich jetzt mal, oder das gekochte Gemüse, sondern halt ein bisschen auch andere Texturformen, die man sonst eben dann doch mit Fisch und Fleisch erreichen kann. Ne? Genau, oder dass ich eben dadurch, dass wir es eben in diesem Dashi kochen, bekommen wir auch noch andere Aromen in das Gemüse mit eingearbeitet. Ja, und da ist dann eben dabei Safran und Olive und in so einem in der Soße, wo so Olivenperlen drin sind, die so ein bisschen aussehen wie Kaviar. Das ist wahrscheinlich klassisch
mit diesem, wie heißt dieses Bad, wo man das so reintropft gleich? Das ist ein Calcitbad. Ja, Calcitbad, genau. Also klassisch molekular sozusagen. Ist ja heutzutage auch schon Klassik de facto. Genau. Und dann eben eine, das ist dadurch dann alles eine sehr mediterrane Sache. Dann ist so eine grüne Creme dabei. Die ist, das ist Fenchel? Oder? Olive. Olive. Ah, okay. Das ist eine grüne Olivencreme. Und ein bisschen Kräuter obendrauf. Genau. Und zwar? Es war Fenchelblüten, Knoblauchblüte und Bronzefenchel. Ja. Und ich finde, in dem Fall, normalerweise könnte man jetzt denken, das wäre Dekoration, das ist es in dem Fall aber auf keineswegs. Ne? Nee, keineswegs. Also ich bin absolut kein Fan davon, irgendwie Sachen auf den Teller zu legen, die erstens nicht essbar sind. Also es gibt ja auch manche, die dann irgendwelche so Schalen oder irgendwas mit auf den Teller legen. Finde ich überhaupt gar nicht. Finde ich überhaupt überhaupt nicht gut, und ich finde alles, jedes Kraut, was man auf den Teller setzt, sollte auch Sinn machen. Ja. Sollte zum Gericht gehören. Gerade das Fenchel ist, das eröffnet einen extremen Geschmacksraum nochmal für das Gericht. Genau, weil die Safransoße, die ist ja auch, bringt ja auch diesen Anisgehalt mit. Ja. Und da passt eben der Bronzefenchel mega gut dazu. Und die Knoblauchblüte wiederum gut zu der Olivencreme, und so gibt alles wieder eben. War ein bisschen so Südfrankreich, also mein Feeling. Ja, warum nicht? Ja, das ist so, genau. Ja, das waren so die drei Gerichte, die ich so am bemerkenswertesten fand. Cookie, als du vor 15 Jahren angefangen hast, ja. Du bist ja, ich sag mal, unterwegs gewesen vorher im Bereich Clubs und sowas. Genau. Und hast dann gesagt, so, ich mach mal ein Restaurant auf. Oder wie kam das? Oh, das ist eine lange Geschichte. Nein, ich versuche mal kurz zu sagen. Also, mit der Cookies Nummer 6 oder der Folge-Location war sozusagen der erste Location, wo ich länger drin war als ein Jahr. Mhm. Sonst hatte ich ja immer so einen Wechsel nach 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate, weil es war einfach immer eine Zwischennutzung, bis irgendwas gebaut wurde. Mhm. Und nach einem Jahr war mir dann auf einmal langweilig, ne? Wenn gleiche Location, gleiche Ort, Dienstag, Donnerstags haben wir da gefeiert. Und da kam damals der Gedanke rein, ein Restaurant noch aufzumachen. Das habe ich auch damals in der letzten Location gemacht, in der Cookies, Charlottenstraße. Und als wir hier dann die Location hier gefunden haben, nach 2 Jahren Pause, war für mich glasklar von Anfang an, Club unten, und über dem Club bauen wir das Cookies Cream. Und war mir auch klar, dass ich das diesmal vegetarisch machen möchte. Und ich bin jemand durch die gesamte Clubgeschichte und alles, ich achte sehr auf Räume, Atmosphäre, Gestaltung, Design. Das ist für mich sehr wichtig. Licht, dass das Licht dunkler wird, etc. Lüftung, wie warm alles ist. Und das war so mein Hauptfokus. Mit dem vegetarischen Restaurant, mit einer vegetarischen oder fokussierten Gemüseküche. Das war ein Experiment. Man muss ganz klar sagen, es gab keine Vorbilder damals. Also es gab keine Vorbilder. Also die Sterneküche kannte vegetarisch so gut wie gar nicht. Und das hat auch länger gedauert. Also die Entwicklung war nicht sofort, wow, super, sondern es hat so 3-4 Jahre gedauert, bis man gesagt hat, okay, wir sind angekommen in Berlin, wir werden ernst genommen. Und dann hat es nochmal 5 Jahre Entwicklung gedauert, bis wir den Stern bekommen haben. Mhm. Und jetzt haben wir den Stern verteidigt, 5-mal hintereinander oder 6-mal hintereinander, bin gerade jetzt nicht so sicher. Und man merkt, es hat sich immer weiter entwickelt und es hat immer mehr Zuspruch bekommen. Du bist ja selber Vegetarier, hast du schon gesagt. Das heißt, es war für dich aus dieser Sache her klar, oder hast du diesen Markt gesehen, dass du gesagt hast, ja, das wird funktionieren, weil es gibt immer mehr Leute, die auf Fisch und Fleisch essen. Also in 2007, glaube ich, war es eher verrückt, ein vegetarisches Restaurant über einen Nachtclub zu machen. Also meine Freunde sind alle einmal gekommen und waren groß enttäuscht, dass es vegetarisch war. Hm. Und es war wirklich ein Kampf. Also es war jetzt nicht leicht. Also es war wirklich, hat sich hingezogen. Wir haben mit dem Restaurant damals wahnsinnig viel Minus produziert, was da damals der Club aufgefangen hat. Und aber dann irgendwann mal auch, als der Club dann lange an diesem Ort war, hatte ich dann auch keine Lust mehr, diesen Club weiter zu betreiben. Ich habe dann 20 Jahre Club-Erlebnis gehabt, war fast jeden Dienstag, Donnerstag in den 20 Jahren in den Club. Und da habe ich mich dann entschieden, aus dem Club ein anderes Restaurant zu bauen. Und dann haben wir das Quakers gebaut. Ja. Also rein vegetarische Restaurants in der Zeit... Rein vegetarisch, Fine Dining, Abendkonzepte gab es in Berlin nicht. In Berlin nicht, genau. Ich wüsste jetzt auch in Deutschland, klar gab es vegetarische Menüs, ne? Und auch natürlich sind wir zum Beispiel Essigbrätlein oder sowas, ja, ein Restaurant, was schon lange sehr gemüseorientiert. Ja, es gab auch Michael Hoffmann mit dem Magot. Genau, Magot, richtig. Das erste
rein vegetarisches Menü im Michelin-Sterne-Bereich gekocht. Stimmt, der war ja da in der Zeit wirklich auch groß hier in Berlin. Ja, genau, der war richtig groß. Aber das kam auch, glaube ich, ein bisschen später. Es gab zwar 2009, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber 2007 haben wir, damals, als wir eröffnet haben, gab es keine Vorbilder auf jeden Fall. Aber wie habt ihr damals dann gesagt, okay, das ist unsere Entwicklung oder da wollen wir hin? Ich meine, Vorbilder sind ja auch wenn man sie nicht kopieren will, immer auch Leitbilder oder man hat zumindest eine Idee, wie man es machen kann oder wie man es nicht machen möchte oder wovon man sich absetzen möchte. Ich glaube, es war sehr viel Trial and Error. Also einfach etwas probieren, merken, dass es funktioniert nicht. Einfach immer wieder Trial and Error. Und das hat uns dann einfach immer besser und besser gemacht. Und aus deiner Sicht als langjähriger Vegetarier, und du gehst ja wahrscheinlich auch hier und da mal anderswo Fine Dining mäßig essen, wie hat sich die vegetarische Küche entwickelt? Also ich glaube, man kann es gar nicht vergleichen wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Also wenn man jetzt die letzten 5 Jahre anschaut, hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Auch wahnsinnig viele Techniken, wie man Sachen zubereiten kann, wo kriegt man bestimmte Zutaten her, um ein ähnliches oder gleiches Ergebnis zu produzieren. Also eigentlich muss ich sagen, inzwischen glaube ich, wenn man das, also kann man manchmal nicht den Unterschied zwischen vegan, vegetarisch oder nicht schmecken. Ja, es ist vor allem auch so ein bisschen weggekommen von diesem, ich sag mal, ideologischen, ich möchte aus diesen und jenen Gründen kein Fleisch essen, kein Fisch essen. Spielt das noch eine Rolle für Leute, die jetzt sagen, ich esse kein Fisch und kein Fleisch, warum man Vegetarier wird. Aber es gehen, denke ich mal, schon auch Leute, die normalerweise Fisch und Fleisch essen, mittlerweile in ein vegetarisches Fine Dining Restaurant. Man hat nicht mehr sozusagen, bei einigen natürlich schon, bei vielen natürlich schon, aber der Anteil von Leuten, die das mal machen, ist, glaube ich, auch. Ich würde sagen, der Anteil wirklich von unseren Gästen ist sehr hoch, die nicht Vegetarier sind oder vegan. Also ich glaube, wir haben eher so 80% nicht vegan, Vegetarier bei uns und 10% vegan, vegetarisch. Okay. Das würde ich so einschätzen, so genau weiß ich nicht. Es hatte irgendwann mal ein Restaurantmanager bei uns gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, auf die Frage, und dann hat er gesagt, an jedem Tisch sitzt ein Vegetarier. Der die anderen mitgebracht hat. Genau. Oder andersrum. Natürlich, wenn du in Berlin wohnst und du Besuch bekommst von einem Vegetarier oder Veganer, willst du ihm natürlich das beste vegane, vegetarische Restaurant zeigen. Ja. Oder du hast eine Tochter, die ihren 20. Geburtstag feiert und die ist Veganerin seit 10 Jahren, dann will natürlich Papa und Mama und die Geschwister ihr was Besonderes tun. Also es gibt ja so ein paar Anlässe auch. Also das heißt, es ist schon, also ich würde sagen, von dem Publikum Mischung ist wirklich, es ist wirklich komplett durchgemixt. Also es ist wirklich eine sehr schöne Atmosphäre bei uns und es ist nicht total steif nur vegan, vegetarisch. Das ist eher andersrum. Es gibt auch Gäste, die es nicht wissen, die einfach herkommen, die haben von Cookies Cream gehört, die wissen gar nicht, dass es 5 Gänge, 7 Gänge gibt. Mhm. Es gibt, die wissen gar nicht, dass es vegan, vegetarisch, das gibt's auch. Und dann sind die immer sehr positiv überrascht, wenn sie sich auf das Experiment einlassen, sind die sehr positiv überrascht und gehen glücklich. Nikolas, ich denke mal gerade auch in dem Bereich der vegetarischen oder veganen Küche, weil es ist ja generell, kommt es ja auch auf die Netzwerke an, Produzenten, auch eine Vorbereitung, dass bestimmte Gemüse dann angebaut werden und reif sind und in der Art und Weise zum Restaurant kommen, wie man das braucht. Also das ist ja dann eine Planung, die längere Zeit im Voraus greift. Das war ja jetzt hier für dich in dem Sinne nicht möglich. Wie gestaltet ihr das jetzt in der jetzigen Zeit? Bist du dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten so ein bisschen auf das dich stärker von deinen eigenen Früchten sozusagen ernten kannst? Genau, also aber ich muss auch dazu sagen, seit dem ich hier angefangen habe, haben wir aber auch schon von fast in der ersten Woche haben wir direkt angefangen, Sachen anzulegen und einzuwecken, weil das für mich ein großer Punkt und ich möchte natürlich im Winter auch auf schöne Produkte aus dem Sommer zurückgreifen können und deswegen haben wir, weil ich ja letztendlich so Spätsommer angefangen habe, haben wir halt noch versucht, hier Tomaten mitzunehmen. Wir arbeiten ja ganz eng mit einem Bauernhof zusammen, von dem wir super Tomaten jetzt die ganze Zeit bekommen haben. Und da haben wir noch eingeweckt, wir haben Zwetschgen noch eingeweckt. Aber es ist natürlich ein Punkt, der sich natürlich auch verändern wird. Also das hat jetzt angefangen
Und ich mache das, ich arbeite super gerne mit Fermenten, mit eingelegten Sachen, aber das ist natürlich auch ein Entstehungsprozess. Also in einem Jahr, in zwei Jahren sind wir ganz anders aufgestellt, als wir es jetzt natürlich nach 8 Wochen sind. Das heißt, du hast jetzt aber schon auch eine Grobplanung, die greift wie weit voraus? Natürlich, muss ich auch haben. Und auch die Jahresplanung mit unserem Bauernhof, die geht praktisch, im Januar machen wir die Jahresplanung. Da wird dann praktisch geplant, was zu welcher Zeit angebaut werden kann und in welchen Mengen wir das abnehmen können. Aber die gab es ja wahrscheinlich auch schon vorher. Habt ihr das wahrscheinlich auch schon gemacht, sodass du jetzt die übernehmen konntest? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Die gab es auch schon vorher zum Teil. Aber ich glaube, in diesen Formen, die wir es gerade machen, war es noch nicht so ganz vorhanden. Also schon auch da eine neue Ebene und eine Sache, wo ich denken kann, das ist auch, wo du sagst, dass wahrscheinlich man das Potenzial sieht, was ihr hier noch vorhabt. Vor allem sind auch andere Gemüseteile, andere Früchte, die jetzt gerade eingedeckt werden. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung und ich glaube, auch in den nächsten Jahren wird man das auch wirklich sehen, dass da einfach ganz andere Bälle auf dem Tisch sind, auf den Gerichten sind, die das Gericht dann nochmal ein bisschen besonders machen. Das heißt aber jetzt kommt ja doch die schwierige Zeit eigentlich mit dem Winter. Was heißt schwierige Zeit? Ich würde das. Oder wo man normalerweise vorbereitet sein sollte, wenn man vegetarisch was machen möchte, sprich ein bisschen was eingeweckt. Absolut. Aber ich finde auch, dass man. Wir arbeiten letztendlich ja auch überregional. Also wenn wir ein super Produkt irgendwo anders herbekommen können, dann beziehen wir das auch überregional. Also da kommt es halt eben auch auf die Qualität an. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mit Peru-Spargel im Winter arbeiten müssen. Also davon rede ich auch nicht. Also, aber letztendlich finde ich, gibt auch die Wurzelwelt, sage ich mal, oder was im Herbst oder Winter dann stattfindet, gibt auch noch viel her. Und wir sind Wir haben jetzt schon einige Sachen gemacht und unter anderem wir haben zum Beispiel Renekloden bekommen vor ein paar Wochen. Da haben wir sowas wie Uemboshi draus gemacht, also sowas wie eine Salzpflaume, die wir eingelegt haben und wie gesagt Tomaten haben wir. Also und wir können schon Sachen zusammenbringen. Also wir haben Amalfi-Zitronen jede Menge schon eingeglast. Also wir haben schon die Möglichkeit jetzt auch schon Sachen zusammenzubringen. Aber ich mach mir da jetzt keine Sorgen, dass wir gut über den Winter bekommen und da gute Gerichte aufstellen können. Wo du das gerade sagtest, dass ihr auch Produkte überregional bezieht, da fällt mir auch generell so die von der Atmosphäre nochmal zum Restaurant ein. Der Punkt, das ist ja bei euch nicht so dieses vegetarisch, gleich vernünftig, gleich man ist so, ich sag mal, so ein bisschen evangelisch unterwegs, sondern es ist schon ein lebendiges Restaurant mit sehr viel Atmosphäre eben auch und man hat einfach ja so ein bisschen so ein lustvolles. Ich glaube, von Anfang an war so der Ziel Geschmack, es soll schmecken, es soll Humani haben, es muss rund sein. Für das gesamte Erlebnis natürlich ist natürlich, wie man reinkommt, dieses versteckte Eingang. Das ist entstanden, weil wir früher einen Club in einem Haupteingang hatten und dann haben wir den Hintereingang fürs Restaurant benutzt. Ja. Also dieses Erlebnis, einfach da durch diesen Gängen zu gehen und dann landest bei so einer wunderschönen Bar und dann irgendwie gehst du eine Etage höher und dann ist es wieder eine ganz andere Atmosphäre. Das ist so ein Wechsel der Gefühle. Und das ist, glaube ich, wirklich bei uns wichtig. Und wir sind natürlich nicht das steife Restaurant, ne? Wir sind locker, easygoing, aber dann Perfektionist. Also wir sind schon wirklich, wir wollen ein super Gasterlebnis, wir wollen einen super Service anbieten, wir wollen Top-Gerichte haben, aber alles so ein bisschen easygoing und eine tolle Atmosphäre. Also das, glaube ich, in dem Bereich, wo von Restaurants, die auch viel mit vegetarischen Sachen arbeiten, die auch eher modern unterwegs sind, da habe ich so manchmal eher das Gefühl, dass es so einen vernünftigen Charakter hat. Also dass es so sehr so vernunftorientiert ist und ein bisschen da das Lustvolle so ein bisschen fehlt. Und Nikolas, versuchst du irgendwie so ein Lustelement, sowas in die Gerichte reinzubringen, so ein bisschen was, wo man leicht so ein bisschen schwelgen kann, sag ich mal. Lustelement finde ich gut. Ja, wäre jetzt zum Beispiel, wie so eine Beurre Blanc eben zum Beispiel. Das ist ja so ein, wo man so ein bisschen, wo man nicht nur an den Kopf appelliert, sozusagen, man isst hier was Vernünftiges, weil du heute mal auf Fisch und Fleisch verzichtest. Ich mache jetzt keine My Body is My Temple Küche. Also wir versuchen
geschmackvolle Küche einfach zu machen. Ja, ja. Also tolle Gerichte, die in erster Linie gut schmecken und gut aussehen und einfach gute Gerichte sind. Es sind ja auch so ein bisschen mehr so Geschmack-Explosionen auch. Ne? Also das ist, muss man ganz klar sagen, es ist ja alles auch intensiv. Es ist eine intensive Küche. Es ist jetzt nicht eine leichte Küche. Also es ist schon intensiv, geschmacksvoll und wirklich, dann sind, da passen so zwei Geschmäcke zueinander und die explodieren. Ja. Nikolas, warum bist du auch Koch geworden? Das war gar nicht so spektakulär. Das, ich bin damals zur Schule gegangen noch, also ich habe Realschule gemacht, dann bin ich danach auf eine Wirtschaftsschule gegangen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert, weil ich bin auch relativ wenig in die Schule gegangen noch. Dann hat mein Vater irgendwann gesagt, so jetzt machst du vielleicht besser was anderes, als auf die Schule gehen. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, hab gefragt. Wow. Was kann man machen? Was wäre denn so möglich für mich? Klassisch Berufsberatung. Was könnte man so machen? Das war so eine Berufsberatung, genau. Und dann, weiß ich nicht, ich habe wahrscheinlich mal so überlegt, Koch zu machen, hab dann gesagt, ja, ich habe mal überlegt, vielleicht Koch zu werden. Zack, hat sie mir Bewerbungsunterlagen gegeben. Also wahrscheinlich auch damals schon das durchaus gesucht war. Und wie ist das dann entstanden, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht ganz normal unterwegs sein, sondern schon in den Bereich, wo man sagen kann, da geht's um ein bisschen was. Und, naja, am Anfang muss ich wirklich gestehen, war ich noch nicht so wirklich auf der Schiene und habe auch dann immer so gesagt, ja, ich mache jetzt die Ausbildung zu Ende und dann mache ich wieder was anderes. Aber ich habe dann in der Ausbildung gemerkt, dass ich doch Spaß dran habe und dass es mir einfach auch so ein bisschen liegt. Also Kochen hat mir gelegen. Und deswegen bin ich dabei geblieben und habe das dann auch ausgebaut. Und für mich war dann irgendwann klar, ich bin einfach ein Typ, wenn ich was mache, dann will ich es einfach ordentlich machen. Und will ich es richtig machen. Und so war es auch beim Kochen. Also ich koche ja, aber wenn ich Koch bin, dann will ich es auch richtig machen. Was war dann das Prägende, wo deine, ich sag mal, dein Verständnis von dem, wie du das heute machst oder wie du es in den Zeiten, wo du dann Küchenchef wurdest, in den verschiedenen Restaurants, dein Verständnis, wie du da kochst und wo hat sich das entwickelt? Wer hat das mitentwickelt oder wie kann man das sagen, was da prägend war? Ich glaube, ich kann jetzt keinen Zeitpunkt sagen, wo das dann passiert ist. Ich glaube, weil das einfach ein schleichender Prozess ist über die ganze Zeit, die ich Koch bin und die ich als Koch gearbeitet habe. Mit der Erfahrung, die und dann natürlich, man arbeitet mit verschiedenen Küchenchefs und man bekommt da was mit, was heißt Küchenchefs? Man arbeitet mit vielen Köchen, also es kann auch ein genauso guter Auszubildender sein, der einem irgendwie was mit auf den Weg gibt. Das kann auch jetzt noch sein, dass ein Auszubildender reinkommt, eine super Idee hat, wie man irgendwas machen könnte und man kann von jedem lernen in der Küche. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der einfach Entwicklung über die Jahre ist. Die Restaurants, wo du jetzt Küchenchef warst in den letzten Jahren, die hatten ja durchaus unterschiedliche Ausrichtungen vom Küchenstil auch. Wo würdest du sagen, was sind deine Punkte, die du für dich überall mit reingebracht hast? Also wo man sagen kann, da könnte man auch, wenn das Alpero italienisch war und jetzt hier vegetarisch und am Steinplatz, weiß ich gar nicht so genau, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen so deutsch orientierte, neue deutschere Küche, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, wo kann man dann sagen, das war immer diese, so eine Nicolas Hahn-Sache oder gibt es die noch gar nicht, diese Handschrift? Doch, absolut. Also meine Handschrift hat sich definitiv entwickelt über die letzten Jahre. Aber das ist auch so, also ich kann jetzt auch nicht sagen, es gab keinen Laden, wo ich jetzt sage, da, wirklich in diesem Laden, da war es, da hat sich meine Handschrift entwickelt. Also es ist aber wirklich so jetzt über die letzten Jahre gekommen, dass ich mich als Koch, sage ich mal, gefunden habe. Ich würde meine Küche als puristisch, modern und kreativ bezeichnen. Also so, ja, und halt da, so habe ich meinen Stil gefunden und den Stil bringe ich natürlich hier auch ins Cookie Scream mit. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie die DNA eines Restaurants sich weiterentwickelt mit dem Küchenchef. Ja, da ist dann der Punkt, wird hier noch passieren, was habt ihr noch vor? Ich würde mal sagen, das wird man abwarten, das wird die Zeit zeigen, oder? Genau, also es wird auf jeden Fall die Zeit zeigen. Wir wollen auf jeden Fall, wir haben 15 Jahre und wir wollen auch die nächsten 15 Jahre machen. Ne? Also das ist ganz klar. Also und wir wollen einfach. Das ist ja im Moment gar nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, okay, wir wollen noch 15 Jahre, weil es ist.
ein bisschen schweres Geschäft zurzeit in Berlin, ne? Es ist ein schweres Geschäft gerade in Berlin, aber ich glaube, wir haben sehr viel, sehr viel Glück. Also das Cookies Cream ist trotz schwieriger Zeit echt gut besucht, muss man ganz klar sagen. Wir haben ein tolles Team im Cookies Cream. Also eigentlich sind die Zeichen auf Go und es ist gut. Natürlich haben wir auch das gemerkt, dass es schwer ist, auch vor allem die Inflation, die Preisexplosion, was vom Einkauf, Strom und überall, also von der Wäscherei bis etc., alles ist teurer geworden. Das merken wir auch deutlich. Aber wir haben eigentlich immer abends eine tolle Stimmung im Restaurant. Es ist ein tolles Gefühl. Es ist gefüllt, es macht Spaß, das Team hat Spaß, ich habe Spaß dabei. Also es ist wirklich gut. Ich meine, wir brauchen nicht drum rumreden. Aus verschiedenen Gründen. Das Ernst hat bekannt gegeben, Ende 2024 zu schließen. Ja. Das Lode und Steve. Ja gut, die Leute, die da aus New York hinjetten, die müssen ja nochmal ihren Flug buchen. So, das ist ja doch sehr internationales Publikum, was da am Lode und Steve macht zu. Es hat einen Text vom Horvath von Sebastian Frank und seiner Partnerin oder seiner Frau gegeben, der sehr deutlich gemacht hat, dass auch da zumindest man sich hinterfragt, ob das alles in der jetzigen Zeit so weitergehen kann. Cookie, du standest jetzt gerade vor dem Prozess zu überlegen, wie geht's weiter mit dem Restaurant? Ich habe ja sehr viele Krisen schon mitbekommen. Ja. Ich bin ja im Geschäft seit 94, also 29 Jahre. Also genau gesagt, in 3 Wochen habe ich mein 29. Jubiläum, selbstständig zu sein. Ne? Und da gab es damals World Trade Center, gab es eine Krise. Dann gab es die Berliner Krise, dass Berlin uninteressant war, dass die Immobilien total runtergesackt sind, dass keiner hierher investieren wollte. Dann ging es ein bisschen hoch, dann gab es die andere Wirtschaftskrise. Ja. Ich meine, es gibt ja Krise und Krise. Und wir hatten ja wirklich 10 wundervolle Jahre, muss man sagen, also von 2010 bis jetzt. Ne? Ja. Berlin natürlich hat den großen Fehler, einen Flughafen zu bauen und nicht 2 zu haben. Also absurd, kann man das sagen, weil das entschieden. Ja, der Flughafen ist wirklich auch ein Thema, auch ein Problemkind, muss man sagen. Es gibt keine Fluggesellschaften, die herfliegen. Es gibt nur noch EasyJet und Ryanair. Yo, top. Da muss man sagen, es gibt schon sehr viele Krisen, klar. Und die Inflation auch gerade ist wirklich auch wirklich ein Thema. Und ich weiß nicht, ob wir das schon gemerkt, also ob man es noch weiter in Zukunft merkt. Aber ich glaube, wenn man die Krise als positive Einstellung überwindet und das hinkriegt, dann hat man eine Zukunft. Wenn man nur noch das deutsche Symptom, wenn das Glas halb leer ist, dass man sagt, es ist halb leer und nicht halb voll oder so. Also, weißt du, wir sind noch nicht da, wo es ganz schlimm ist. Und man muss einfach positiv durchbleiben, positiv hängen. Und man braucht auch natürlich eine Veränderung in der Wirtschaft. Also es ist jetzt absurd, dass wir im Januar von 12% auf 19% Mehrwertsteuer für die Gerichte gehen. Vielleicht, wir wissen es noch nicht. Es sieht ja ganz gut so aus, aber man versteht es nicht, weil im Supermarkt kostet das Gericht dann 7% Mehrwertsteuer, dann verarbeitet, man macht es super toll und dann soll es 19%, also man hat noch Lohnkosten, man ist noch als Arbeitgeber dabei und dann kostet es mehr als im Supermarkt. No idea, also von der Mehrwertsteuer von 7% auf 19%, das finde ich verrückt. Mhm. Und dass man da dann nicht weitergeht. Und wenn man schaut, vor 10, 12 Jahren haben die Hotels auch ihre 7% für die Zimmer bekommen. Ja. Damals hat die Gastronomie nicht die 7% bekommen. Ja. Aber ich frage das deswegen, ich sehe das immer in solchen Zeiten, wenn es so ein bisschen schwierig geht, dann kommen so Pressemitteilungen, Küchenchef XY mit dem Stern geht, wir sind denken neu nach und dann weiß ich, rieche ich schon immer so, da fängt jetzt das Downgrading an, dass man sagt, wir lassen die Ambitionen und machen ein bisschen casual und ein bisschen weniger wirtschaftliches Risiko, das muss man ja einfach sagen, das ist es ja. Einfach Fine Dining ist einfach ein höheres wirtschaftliches Risiko. Aber man muss ja auch sagen, wir haben immer versucht, die Preise so fair wie möglich zu halten. Ja. Wir zahlen das Team so fair wie möglich. Das ist jetzt mit eines der günstigsten Sterne-Menüs, die man in Deutschland haben kann bei euch. Weiß nicht, ob es der günstigste ist. Nicht, aber wir sind eine der günstigen. Genau. Und ich glaube, das ist aber auch unsere Rettung, weil damit haben wir auch ein weit gefächertes Publikum, was sich das auch leisten kann und auch wirklich Spaß bei uns hat und zu uns wieder zurückkommt. Würden wir jetzt doppelt so teuer oder dreifach so teuer werden, hätten wir dann nur noch schwarze Anzüge bei uns. Ja. Und das wäre tragisch. Ja, aber für dich war es also keine Option, auf den Anspruch zu verzichten. Und nein, es ist, ich meine, sorry, wir sind das beste vegetarische Restaurant Europas für mich. Ja. Das will ich auch beibehalten und es macht mir auch total Spaß so. Das wäre für mich ein absolutes Trauerspiel, wenn wir jetzt das downgraden. Ne? Sind das solche Umstände, sage ich jetzt mal, jetzt die komplexe Zeit jetzt, die dich irgendwie in der Küche oder generell beeinflussen oder kannst du dich davon komplett frei machen?
für deine Arbeit? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich im täglichen Arbeitsablauf damit jetzt groß auseinandersetze, weil ich... Das ist auch wahrscheinlich das Beste. Ja, absolut. Ich bin sehr beschäftigt, auch wir haben gut zu tun. Also es ist jetzt nicht, dass das ein Problem wäre, womit ich täglich zu tun hätte. Dann sag mal so, dann kann man es auch den Gast, der spürt der Gast auch nicht, und der will ja am Ende vielleicht in herausfordernden Zeiten auch mal ein paar Stunden haben, ja, wo man ein bisschen das ein oder andere, was einen vielleicht Sorgen bereitet, beiseite schieben kann. Und dazu ist dann letztendlich ein Restaurantbesuch auch da. Ja, absolut. So, dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit. Danke vielmals, war ein total spannendes Gespräch. Sehr gerne. Ich kann nur sagen und empfehlen für alle die bis hierhin dran geblieben sind, dass es sich lohnt, den Podcast zu abonnieren. Denn dann kommen noch andere spannende Gespräche vielleicht. In unserem Archiv, das schon weit über 100 Folgen hat. Aber natürlich auch einfach in 14 Tagen, wenn die nächste Folge erscheint. Und bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank, Nicolas und Kitty. Danke. Danke.